Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Geburtstagsvlog. Ich werde heute 20 Jahre alt. Holla die Waldfee. Ja, so schnell geht das. Da ist man ganz schnell 20. Ich weiß noch, da war ich gerade erst 18. Jetzt bin ich schon 20. Na gut, ich nehme euch heute einfach so ein bisschen durch den Tag mit. Ich habe mich jetzt noch nicht fertig gemacht, das folgt nachher. Es kommen auch nur meine Schwester, also es kommt nur meine Schwester. Und sonst haben wir nichts Großes. Also es kommen keine Freunde, keine Bekannte. Es kommt nur meine Schwester. Und genau, wir feiern im ganz, 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 ganz kleinen familiären Kreis. Also ein bisschen Kuchen essen. Ich habe jetzt schon zwei Ladungen Pizzaschnecken gemacht. Und werde dann gleich noch kleine Mini-Croissants machen mit Schokofüllung. Und sonst haben wir noch einen Kuchen. Und meine Schwester bringt auch noch einen Kuchen mit. Genau. Und sonst haben wir, wie gesagt, nichts Großes geplant. Felix ist auch arbeiten. Also irgendwie, ja, ist halt so ein Geburtstag in Corona-Quarantäne. Beziehungsweise Corona-Zeit. Quarantäne sind wir ja nicht. Genau, der Robi läuft hier gerade, der staubsaugt hier mal alles durch, das ist auch ganz gut so. Und ich habe, wie gesagt, unten gerade in der Küche schon einiges erledigt. Und jetzt wollen wir gleich ganz schnell zum Tierarzt. Unser eine Hund muss eine Wurmkur haben und da müssen wir dann einmal zum Tierarzt. Und dann wollen wir auch noch so ein bisschen was einkaufen. Also ich muss noch ein, zwei kleine Sachen besorgen und wenn wir sowieso schon in der Nähe sind, wegen dem Tierarzt, dann kann man da auch schnell vorbeihuschen bei Rewe. Und dann kommen die auch alle schon. Also kommt meine Schwester auch schon und dann essen wir Kuchen und so. Beziehungsweise werden wir erstmal ein bisschen quatschen, weil mein Papa ist auch noch arbeiten. Der kommt auch erst am Nachmittag. Also ist irgendwie alles total ungeplant. So, die Pizzaschnecken sind fertig. Einmal Nummer 1 und Nummer 2. Dann habe ich jetzt gerade noch fertig gemacht. Blätterteigschnecken und zwar einfach mit Schmand, den Blätterteig schön mit Schmand beschmiert, Salz, Pfeffer und so kleine Schinkenwürfel. Da kommt jetzt gleich noch Käse oben drauf und dann kommt das Ganze auch in den Ofen. Und hier habe ich jetzt auch noch kleine Croissants gemacht mit Schokofüllung, ein bisschen was Süßes. Genau, und dann gibt es noch Kuchen gleich dazu, natürlich. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was gekauft und ich habe gerade noch einen Apfelkuchen unten im Ofen bei meinen Eltern. Und dann reicht das, denke ich, auch. Windbeutel habe ich auch noch, die muss ich gleich unbedingt noch aus dem Gefrierfach holen, ganz, ganz dringend. Und ich habe mir jetzt gerade hier mein Outfit rausgesucht. Ich ziehe heute so einen schönen schwarzen Rock an und so ein weißes Oberteil. Ich hoffe, das passt irgendwie. Ja, mal schauen. Ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall um. Die Kleine macht gerade ihren Mittagsschlaf. Und meine Schwester sollte eigentlich auch jeden Moment schon kommen. Dann, ja, bin ich gespannt, wie es wird. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Tada! So sieht das aus. Genau, und das Essen ist auch soweit fertig. Meine Schwester ist auch da, höre ich gerade. Das heißt, ich flitze jetzt ganz, ganz schnell runter und werde meiner Schwester mal Hallo sagen. Ja, meine Lieben, das war auch schon im Groben und Ganzen mein Geburtstag. Also wir haben echt nicht viel gemacht. Wir haben ein bisschen Kuchen gegessen und saßen dann die restliche Zeit draußen im Garten. Wir haben noch eine große Runde, sind noch eine große Runde spazieren gegangen. Es war auch richtig schön mit allen zusammen, mit den Hunden und mit meiner Schwester und so. Und genau, ich wollte jetzt noch kurz erzählen, was ich so zum Geburtstag bekommen habe und euch das natürlich auch zeigen. Von meiner Schwester gab es einmal einen Amazon-Gutschein hier in so einem richtig schönen Holzschmetterling drinne. Seht ihr das? Ein 25 € Amazon-Gutschein. Das ist total praktisch, weil ich wollte mir für die Küche noch etwas bestellen. Das habe ich mir einen Tag vorher schon bei Amazon angeguckt und wollte es gerade bestellen. Und jetzt habe ich hier einen Gutschein. Das passt natürlich perfekt. Und genau, einmal das. Dann habe ich von ihr auch noch dieses richtig tolle Bild bekommen. Das rechts, also mit den blonden Haaren, bin ich und das andere ist meine Schwester. Das ist selbst gemalt und da steht drauf: Das Leben machte uns zu Schwestern, unsere Herzen machten uns zu Freundinnen. Das ist einfach so. Ich und meine Schwester, ja, sind wirklich ein Herz und eine Seele. Wir sind
sehr, sehr krass verbunden und ja, ich finde das total toll und habe mich auch riesig über dieses Bild hier gefreut. Das werde ich auf jeden Fall auch aufhängen. Ich habe von meiner Schwester auch noch eine Kerze. 20 und die Welt dreht sich um dich. Richtig schön. Und von meinen Eltern habe ich eine Küchenmaschine bekommen. Richtig cool, die habe ich mir schon richtig lange gewünscht. Und ja, die haben sie mir jetzt gekauft und geschenkt. Die, ja, damit kann man so rühren. Da ist ein Schneebesen dabei und ein Kneter und so ein ganz normaler Rührer. Und da kann man total viel machen. Ich bin mega gespannt, ja, wie die Maschine ist. Und ich freue mich auch schon, die zu benutzen. Ich selber habe mir auch eine Küchenmaschine gekauft. Ja, ich habe die bei meiner Schwester gesehen und war so begeistert und habe schon länger überlegt, ob das nicht was für mich ist. Und jetzt, wo ich meine eigene Küche habe, habe ich mir das einfach mal zugelegt. Und zwar eine, ja, so ein Fake-Thermomix sozusagen. Thermomix ist für mich einfach viel zu teuer. Also, ich werde mir niemals einen Thermomix kaufen. Jetzt. Ich weiß halt nicht, wie es später irgendwann ist. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt würde ich mir niemals einen Thermomix kaufen, einfach weil es viel zu viel Geld ist. Und ich einfach nicht weiß, ob ich die Küchenmaschine so benutze. Ich habe mir jetzt die Küchenmaschine von Lidl gekauft. Und wer wollte damit einfach mal ausprobieren, wie das ist? Wie benutze ich, also wie oft benutze ich die? Hilft die mir wirklich im Alltag? Und ja, wenn ich dann wirklich die Maschine richtig oft benutze und die mir so viel erleichtert und ich sage, komm, ein Thermomix wäre schon richtig geil, dann würde ich mir auch einen Thermomix holen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, nee, so viel Geld möchte ich nicht in der Küche rumstehen haben. Ja, da warte ich dann lieber noch ein bisschen. Beziehungsweise teste mich jetzt erstmal mit dieser Lidl-Maschine aus und bin echt gespannt, wie die ist. Werde euch da auf jeden Fall auch berichten und euch da auch mitnehmen, was das Kochen und so angeht mit der Maschine. Da kamen auf Instagram auch richtig viele Fragen, als ich das erzählt habe, dass ich mir die geholt habe. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Ja, von Felix' Eltern gab es dieses Bäumchen hier. Richtig cool, denn unser anderer Baum, den seht ihr dahinter, der ist leider eingegangen beim Umzug. Und deswegen haben sie uns einen neuen gekauft, beziehungsweise mir einen neuen geschenkt. Und der gefällt mir so gut. Der passt hier perfekt rein. Ich wollte ja hier in diese Ecke eben diesen schönen Baum haben. Und den pflanzen wir nachher noch schön um, damit er in den großen Topf kommt. Und da bin ich auch mega happy drüber, dass wir da jetzt endlich wieder einen neuen haben mit Blättern dran, weil wie gesagt, der ist leider eingegangen beim Umzug. Hier habe ich auch noch den Karton von der Küchenmaschine, noch ein paar Karten und hier unsere Ostergeschenke haben wir vorhin schon ausgepackt. Lias Osterhasen noch da zusammen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ist dieses Babyfon hier. Das wurde mir zum Testen zugeschickt. Und das kam jetzt gestern auch an und ich bin echt mega gespannt, wie das ist. Wir haben das gestern schon mal ausprobiert und das ist echt, also hätte ich niemals gedacht, diese Kamera ist der Hammer, wirklich. Die könnt ihr einfach hier mit dem Display, könnt ihr das steuern, die Kamera. Also die dreht sich in alle Richtungen. Ihr habt ein Weitwinkelobjektiv dabei und ihr könnt so wirklich das komplette Kinderzimmer sehen mit dem Weitwinkel und eben dieser Funktion, dass sich die Kamera dreht. Also falls ihr noch ein Babyfon sucht, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wir werden das jetzt erstmal testen und dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal berichten. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Auch das Display ist richtig scharf, hat eine richtig gute Auflösung. Ihr könnt mit dem Kind sprechen. Also wenn ihr hier in das Display reinspricht, dann kommt das hier bei der Kamera wieder raus. Ihr habt Musik. Ja, also ich bin wirklich bis jetzt total begeistert. Aber wie gesagt, wir testen das nochmal, auch was die Reichweite angeht. Das steht jetzt hier 140 Meter. Das wollen wir mal ausprobieren, wie das ist. Weil wir mit unserem ja total Probleme haben wegen der Reichweite. Genau, und das war jetzt eigentlich auch so mein Geburtstag. Ich weiß, das ist ein total langweiliges Video. Und es ist einfach auch nicht viel passiert. Ich meine, man kann ja auch nicht viel machen in der Corona-Zeit jetzt. Und wir werden es auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen, mit meinen Freundinnen oder so. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich immer nie auf meinen Geburtstag, weil ich immer meistens enttäuscht werde. Also nicht im Sinne von Geschenken oder so, sondern ich werde enttäuscht von den Leuten, die an mich denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht mal meine beste Freundin hat mir gratuliert, die hat mir jetzt nicht mal heute gratuliert, also einen Tag danach. Gut, ist dann so, also ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich sage, boah, bist du scheiße oder so. Es ist nur einfach immer schade. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also mich macht das traurig, einfach zu sehen, okay,
welche Leute denken wirklich an dich. Und deswegen freue ich mich immer nie auf meinen Geburtstag, weil ich meistens immer enttäuscht werde. Ja, deswegen ist so ein Geburtstag für andere was Schönes, für mich eher nicht so. Ich werde einfach nur älter. Aber ja, ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben oder auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf euren Geburtstag freut. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich wollte euch nämlich unbedingt meine Geschenke zeigen. Deswegen dachte ich, machst du einen Vlog oder machst du ein extra Video. Ich dachte, ein Vlog kommt vielleicht besser an. Aber ja, ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!